Du wünschst dir, dass dein Hund zuverlässig abrufbar ist? In diesem Video wirst du die drei wichtigsten Tipps erfahren, wie du es schaffst, dass dein Hund zurückkommt, wenn du ihn rufst. Tipp Nummer 1. Stell dir bitte vor, du gehst mit deinem Hund spazieren. Dein Hund sieht einen Reiz. Eine Katze, ein Vogel, ein Reh, was auch immer. Wenn das passiert, muss sich dein Hund innerhalb von Millisekunden entscheiden. Reiz oder mein Mensch? Reiz oder mein Mensch? Und wenn du den Anspruch hast, dass dein Hund sich für dich entscheidet, dann darf dein Hund auch die Erwartungshaltung haben, dass er bei dem Abruf was richtig, richtig Tolles bekommt. Was dein Hund nie im Leben bekommt, es sei denn, du rufst ihn zu dir. Und so schaffen wir es, dass der Rückruf im Leben deines Hundes einen super hohen Stellenwert bekommt und er sich tatsächlich darauf freut, wenn du ihn rufst, weil es dann immer tatsächlich endlich diese besondere Belohnung gibt. Tipp Nummer 2. Trainiere ganz bewusst zunächst ausreichend reizarm. Was heißt das? Wenn dein Hund noch nicht mal zurückkommt auf Spaziergängen, wo keine besonderen Reize da sind, wie fremde Menschen oder Hunde oder Katzen, wenn dein Hund da noch nicht mal zurückkommen kann, wie soll er es bei einem Hund schaffen? Daher der wichtige Hinweis, trainiere wirklich ausreichend reizarm und erst wenn du das geschafft hast, dass du dann Stück für Stück den nächsten Reiz dazu nimmst. Tipp Nummer 3. Ein gut aufgebautes Rückruftraining sorgt für eine extrem steile Lernkurve bei dem Hund. Das heißt, man hat ganz, 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 ganz schnell richtig viele Erfolge. Und dann kommt ein Moment, wo die Lernkurve plötzlich stagniert bzw. es sogar einen Lerneinbruch gibt. Das ist ganz normal, gehört zu jedem guten Training dazu. Und weil wir wissen, dass dieser Moment definitiv kommen wird, ist es ganz wichtig, dass man zu Beginn, kein Leben lang, nur zu Beginn mit einer Schleppleine arbeitet. Denn in diesem Moment, wenn wir den hier haben, entweder diesen oder diesen Moment, das ist der Moment, wo dein Hund sagt, Mensch, das mit dem Rückruf, meint er das noch ernst? Ja, wir meinen es ernst. Und die Schleppleine sorgt dafür, dass wir unser Signal durchsetzen können. Das sind die drei wichtigsten Tipps. Wenn du deinem Hund ein Hundeleben lang Freiheit schenken möchtest, und das kannst du, wenn er zurückkommt, wenn du ihn rufst, oder du hast Fragen dazu, dann melde dich bei mir.